Schon mal Tischtennis gegen eine 84-jährige Oma gespielt? Nein, habe ich nicht, aber unser Reporter Max Möbus, und der musste feststellen, die sportliche Dame ist nicht umsonst Senioren-Weltmeisterin. Vize-Weltmeisterin im Einzel. WM-Gold im Doppel und im Mixed. Das ist Heidi Wunners unglaubliche Ausbeute nach der Senioren-WM im Oman. Vor der Vorhand der 84-Jährigen zittert die Tischtenniswelt. Ja, man kann unschwer erkennen, Heidi Wunner hat einen ziemlich soliden Schlag drauf. Ich habe es früher als Jugendlicher geliebt, gegen meine besten Freunde im Tischtennis anzutreten. Und ich bin sehr gespannt, ob ich gegen eine Weltmeisterin auch nur den Hauch einer Chance habe. Es geht direkt in Heidi Wunners Trainingsraum. Die Geschwindigkeit der 84-Jährigen flößt mir höchsten Respekt ein. Genauso wie ihr Trophäenschrank. Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, unzählige gewonnene Turniere auf Rheinland- und Bundesebene. Titel en masse. Der WM-Gewinn im Oman, ihr Meisterstück. Ich habe von Anfang an gedacht, mach mit, lass die Europameisterschaft dafür sausen, weil ich wusste das gleich, dass ich nicht beides kann. Und dann sind wir also mit viel Freude und eigentlich nur viel Mut dahin gefahren. Das war Wahnsinn und ich habe eigentlich lange gebraucht, um das richtig zu verdauen. Doch neben Höhen durchlebt Heidi Wunner auch Tiefen. Sie ist 29 Jahre alt, als ihr Mann bei einem Autounfall ums Leben kommt. Der Tischtennissport schenkt ihr Ablenkung und neue Kraft. Kraft, die ich in ihrer Vorhand deutlich erkennen kann. Ja, die Tischtennisgeschichte ist eigentlich, beginnt Weihnachten irgendwann. Da war ich vielleicht 12, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, und da lagen da die Schläger und dann hat mein Vater gesagt, so, jetzt spielen wir mal Tischtennis. Er konnte also einen ganz ekligen Unterschnitt und so und Vorhand konnte auch spielen, aber eigentlich immer nur hobbymäßig. Ja, und dann haben wir alle da uns ereifert, ihn möglichst bald zu schlagen. Das ist uns dann auch gelungen. Sprung in die Hans-Damen-Halle in Rhein-Breitbach. TikTok, Instagram und Co. haben hier bei der Jugend Pause, denn jetzt wird an der Platte gebolzt. Tischtennistrainer Arne und David drillen die Jungs und Mädels genauso, wie die beiden übrigens damals auch von Heidi trainiert und eben gedrillt wurden. Ich muss gleich gegen Heidi antreten. Wie schlage ich Heidi? Wie habe ich eine einzige Chance, eine kleine Chance gegen Heidi? Rückhandseite ist eine Noppe. Hm? Was heißt das? Was heißt das? Ich bin kein Tischtennisprofi. So. Das heißt, Noppe erzeugt komische Schnittumkehr. Bei einer Unterschnittbewegung kommt nicht zwingend Unterschnitt rein, sondern möglicherweise kommt da Topspin mit rein, wenn man vorher selber Unterschnitt gespielt hat. Das heißt, auf die Rückhand spielen. Je nachdem. Du probierst es jetzt mal aus. Wenn dir das liegt, auf die Rückhand, auf die Noppe zu spielen, wenn du mit den Bällen gut klarkommst, dann halte sie nur auf der Noppe. Ich prophezei dir, das wird dir nicht liegen. Und dann eher auf die Vorhand. Aber Vorsicht, in der Vorhand ist Heidi noch verdammt schnell. Und schon beim Aufwärmen mit Gold Heidi merke ich, das wird schwer. So richtig schwer. An eine echte Chance auf den Sieg glaube ich jetzt irgendwie nicht mehr. Aber wie heißt es so schön, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ich bin bereit. Hier und da gelingt mir sogar ein Punkt. Aber am Ende siegt die Erfahrung und Qualität. Ich gehe gegen Heidi mit 2:11 unter. Keine. Komm, mach die Kamera aus. Die Weltmeisterin zeigt, wie der Sport einen aus den manchmal unausweichlichen Tiefen des Lebens herausholen kann und was im hohen Alter noch alles möglich ist, wenn man eine Leidenschaft hat. Eine Leidenschaft, die sie eben auch der Jugend weitergibt. Vorbild Heidi Wunner.
man kriegt ja auch was zurück. Ne? Es ist ja so, die Erfolge kommen ja dann auch. Und wenn man dann in die Halle kommt, na, wie hast du heute wieder aus deiner Talentschmiede dabei und so. Das motiviert einen ja auch, nicht aufzuhören. Ne? Und ja, immer was tun, was einem Spaß macht. Was man dann auch weitermacht. Ne? Weitermachen, das ist Heidis Motto. Der Sport, das Tischtennisspielen, das ist Heidis Leben.